Hi Leute, ich bin Sophia Kaleid und ich stehe jetzt hier am Audi-Zentrum in Ingolstadt. Genauso wie genau heute vor einem Jahr. Denn, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe heute vor einem Jahr den Audi R8 abgeholt. Vielleicht habt ihr das Abholungsvideo ja auch schon gesehen. Jetzt gebe ich das Auto wieder zurück, denn ich habe den Wagen für ein Jahr geleast. Das Leasing ist jetzt vorbei und deswegen lasse ich das Auto jetzt wieder hier in Ingolstadt. Also ich muss sagen, es ist einfach nach wie vor ein echt geiles Auto. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, das zu fahren. Der Sound ist einfach bombastisch. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt auch auf das nächste Auto, was kommen wird. Welches das sein wird, das seht ihr jetzt. So, nun bin ich endlich wieder in meinem schönen Zuhause ohne Audi R8. Aber so traurig bin ich jetzt wirklich gar nicht. Also ich freue mich wirklich schon riesig aufs nächste Auto. Und welches das sein wird, das erzähle ich euch jetzt natürlich. Und ich werde euch auch so ein bisschen mitnehmen bei der Konfiguration. Ich zeige euch, wie ich das Auto konfiguriert habe und vor allem warum, erkläre ich dann auch immer noch so ein bisschen dabei. Und ich werde euch auch gleich noch erklären, warum ich überhaupt dieses Auto ausgewählt habe. Ich habe jetzt hier schon vor mir meine Erinnerungszettelchen ausgebreitet, damit ich bloß nicht vergesse, was ich hier alles so konfiguriert habe. Also ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und werde es euch jetzt verraten. Mein neues Auto wird dieser hier, und zwar ein C63S AMG Coupé. Und zwar die Modellpflege, also das Facelift. Warum ich dieses Auto gewählt habe, erkläre ich euch auch jetzt. Viele haben jetzt damit gerechnet, dass ich jetzt mit dem mega super Sportwagen um die Ecke komme. Aber dieses Jahr ist bei mir wirklich komplett voller Termine. Ich kam das ganze letzte Jahr schon wirklich sehr wenig dazu, mit meinen, ich sag mal, etwas sportlicheren Fahrzeugen zu fahren. Und ich habe mir gesagt, ich brauche dieses Jahr ein Auto, welches erstens den GTI als Daily ersetzt und den R8 als Sportwagen. Also sowas in der Mitte. Ein Auto, was ich schon noch für den Alltag fahren kann, weil ich muss einfach sagen, ein Audi R8 ist ein schönes, komfortables Fahrzeug, aber das fährt man nun mal auch nicht wirklich jeden Tag. Wenn ich mal zur Post fahre, wenn ich mal einkaufen fahre oder irgendwie so diese alltäglichen Dinge, da nimmt man jetzt nicht unbedingt so einen auffälligen Sportwagen. Muss halt auch einfach nicht sein. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt, wie gesagt, was in der Mitte, etwas Sportliches, was ich aber trotzdem für den Alltag nutzen kann. Und da ist mir einfach dieser C63S ins Auge gefallen, und zwar das Coupé, weil ich bin einfach ein Coupé-Fan. Ich mag die Limousine optisch nicht so sehr. Cabrio fahre ich gar nicht. Deswegen das Coupé. Vor ungefähr 2 Jahren hatte ich das Vorfacelift mal zur Probefahrt. Da habe ich auch übrigens ein Video drüber gemacht, war ein weißer. Da ist er mir schon sehr ins Auge gefallen und da wollte ich ihn eigentlich schon haben, aber habe mich dann tatsächlich für den Audi R8 entschieden. Und es ist nicht nur der Grund, warum ich den C63 gewählt habe, sondern ich brauche für dieses Jahr mal wieder ein Projektauto. Ich habe gemerkt, euch hat das sehr gefallen, was ich letztes Jahr alles mit und am GTI so gemacht habe. Ich habe ja hier und da ein paar Kleinigkeiten umgebaut und das kam ziemlich gut bei euch an. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche dieses Jahr auch ein Auto, wo ich mal wieder so ein bisschen was dran machen kann und wo auch noch Potenzial nach oben ist. Und vor allem, ich darf den modifizieren. Der Wagen wird geleast für ein Jahr. Ihr wisst, ich bin Fan vom Leasen. Ich wechsle gerne die Fahrzeuge und deswegen lease ich auch immer gerne nur für ein Jahr, damit ich mir jedes Jahr wieder ein neues Auto holen kann. Und bei dem Audi R8 war das leider so, dass ich nichts daran machen durfte und nichts modifizieren durfte. Jetzt bei Mercedes läuft das Leasing über einen Händler. Und der ist da relativ entspannt. Der hat gesagt, du darfst da was dran machen, solange das alles eingetragen ist und TÜV gibt, ist alles in Ordnung. Und da habe ich natürlich gesagt, geil, machen wir natürlich. Und bin dann echt gespannt, wie dann das Endergebnis irgendwann aussehen wird. Und ich werde euch natürlich bei allen Sachen mitnehmen. Also alles, was ich am Fahrzeug machen werde, werde ich natürlich auch videotechnisch begleiten. Das Ganze läuft nur komplett über Kooperation und Sponsoren. Das heißt, wenn sich da irgendjemand noch dran beteiligen möchte mit seinem Unternehmen und sagt, ey, wir machen das oder wir machen das für Fahrzeuge, das ist irgendwie interessant für uns und wir bräuchten dafür Werbung, dann meldet euch gern bei mir. Das Facelift bin ich letztes Jahr ja schon auf dem Bilzerberg Probe gefahren und ich war wirklich sehr begeistert. Also der Wagen fährt sich wirklich top für einen Alltagswagen, muss ich sagen, sehr, sehr sportlich, gerade mit den unterschiedlichen Fahrmodi. Soundtechnisch klingt der wirklich noch sehr, sehr gut. Der Wagen hat einen V8
4 Liter Bierturbo. Da läuft mit Bier. Einen 4 Liter Biturbo-Motor. Mann, was für ein Zungenbrecher. Und hat 510 PS. Und was zum Beispiel auch neu ist zum Vorgänger, also zu dem Vorfacelift, der hat jetzt das 9-Gang-Getriebe. Das nennt sich hier 9-Gang Speedshift, AMG Speedshift, 9-Gang Sportgetriebe. Vorher hatte der nämlich 7 Gänge. Was ich mega geil finde, werde ich euch auch gleich noch in der Konfiguration zeigen. Der hat dieses super geile neue AMG-Lenkrad mit den Fahrmodi-Einstellungen am Lenkrad, was ich auch ultra geil finde. Der Panamericana-Grill ist natürlich neu. Das Vorfacelift hatte ja noch so diese Streben in der Mitte waagerecht und er hat jetzt diesen Panamericana-Grill. Ich finde, das Ganze sieht irgendwie wuchtiger aus, noch ein bisschen breiter. So, und bevor ich jetzt mit der Konfiguration loslege, wollte ich euch noch kurz die App von Autodoc zeigen. Denn dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von Autodoc. Bei Autodoc bekommt ihr Teile und Zubehör, alles rund ums Kfz. Bei der App ist es wirklich so super einfach. Ihr könnt hier euer Fahrzeug hinterlegen. Ich habe hier zum Beispiel noch meinen GTI drin. Aber jetzt habe ich auch hier schon C63 eingetragen. Und wenn ihr euer Fahrzeug hinterlegt habt, dann sucht ihr euch automatisch schon die passenden Teile hier raus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf Öle und Flüssigkeiten geht, weil ich suche ja in dem Fall zum Beispiel Motoröl, gehe jetzt auf Motoröl und dann fragt er dich jetzt noch, wie viel Liter du haben möchtest und welche Viskosität. Dann wählt ihr das Passende aus und dann zeigt ihr euch hier verschiedene Marken, verschiedene Angebote. Es gibt viele verschiedene andere Sachen, Scheibenreiniger, Bremsflüssigkeiten, Scheibenwischer, alles mögliche. Also ihr bekommt bei Autodoc alles rund ums Kfz. Die App könnt ihr kostenlos runterladen. Den Link dazu, den gibt es unter diesem Video in der Beschreibung. So, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit der Konfiguration. Da sind wir auf der Mercedes-Seite. Hier seht ihr schon die verschiedenen Modelle und da ist der AMG C63 S Coupé. Ich sage es immer andersrum, ich sage immer C63 S AMG Coupé. So sage ich es immer. Wir beginnen mal hier mit den Paketen. Und ich muss direkt dazu sagen, ich habe ich würde schon behaupten, eine ziemlich volle Ausstattung. Aber auf eine Sache habe ich sehr bewusst verzichtet. Und das sind die ganzen Assistenzsysteme, also Fahrhilfen vor allem. Ich bin kein Fan von Fahrhilfen, sowie Abstandsregelanlage. Deswegen, diese Sachen habe ich komplett weggelassen. Ich fahre halt gerne noch selbst und ich weiß nicht, diese ganzen Fahrhilfen irritieren mich. Es gibt Leute, die sagen, sie schwören drauf. Also das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn man sich dran gewöhnt hat. Ist das eine ganz tolle Sache. Für mich, ich mag das einfach nicht. Also jedem das Seine. Wie gesagt, die ganzen Assistenzsysteme hier, Spurhalteassistent, fallen da weg. Ich habe das High-End-Infotainment-Paket genommen. Media-Display, Smartphone-Integration und so weiter und so fort. Obwohl ich dazu sagen muss, das Navigationssystem vom Fahrzeug benutze ich bisher nicht. Habe ich noch nie benutzt. Auch wenn die neuen Systeme da sehr, sehr gut sind. Aber ich habe es mir so angewöhnt, mit Google Maps mit dem Handy zu fahren. Auch total blöd eigentlich. Ich klemme mir da lieber so ein Handy in die Scheibe, anstatt das Navigationssystem vom Fahrzeug zu benutzen. Eigentlich, ja, vielleicht sollte ich mal damit anfangen. Als nächstes kommt hier das Komfortpaket für die Sitze. Da habe ich mit Absicht nur das Komfortpaket genommen, beziehungsweise konnte ich nur nehmen, weil ich nämlich die Performance-Sitze auch dazu nehme. Und da waren eben so Sachen wie Memory-Funktion und so weiter irgendwie nicht möglich. Hat er mir dann immer wieder abgewählt. Also nur das Komfortpaket ist in dem Fall ja auch ein bisschen günstiger. Und das High-End-Lichtpaket klingt immer so. Mit Multibeam-LED. Dann habe ich noch dazu genommen das High-End-Parkpaket. Ja, alles High-End hier. Beinhaltet einmal Parktronic natürlich und die 360-Grad-Kamera. Also mit diesem coolen Blick von oben, was natürlich nur mit den Kameras rundum angetäuscht ist. Dann, was bei mir sein muss, Ablagepaket mit Cupholder. Ganz wichtig. Das AMG Aerodynamik-Paket habe ich dazu genommen. Und zwar beinhaltet das einmal Frontsplitter, Diffusor und Abrisskante und reduziert den Auftrieb. Das lässt das ganze Auto noch mal ein bisschen sportlicher aussehen. Hier nochmal die Ansicht. Also hier sieht man wirklich diesen Frontsplitter. Das Auto wirkt noch mal länger. Auch von vorne, finde ich, sieht das irgendwie noch mal schnittiger aus. Und hier die große Abrisskante auf dem Heckdeckel,
Ja, ich finde, so kann sich das Fahrzeug schon sehen lassen, so langsam. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ja, das Spiegelpaket habe ich dabei. Ich mag es einfach, wenn sich die Außenspiegel anklappen, weil, nennt mich blond, aber daran erkenne ich dann meistens vom Weiten, ob das Auto abgeschlossen ist oder nicht, wenn ich es vergessen habe. Innen- und Außenspiegel sind automatisch abblendend und die Umfeldbeleuchtung ist auch noch drin. Ja, das AMG Night Paket. Viele Designelemente, die jetzt zum Beispiel hier in Chrom wären, sind jetzt schwarz. Auch zum Beispiel die Zierelemente an den Scheiben und die Heckscheiben und die hinteren Seitenscheiben sind abgedunkelt. Ich mag kein Chrom am Auto. Ich bin davon kein Fan. Man kann davon Fan sein. Das ist alles eine Geschmackssache. Ich bin es nicht. Ich mag es gern schwarz. Das Einzige, was mich stört, bei Mercedes. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Wenn man dieses Night-Paket nimmt und hier in dem Fall wirklich hier die Zierleisten und alles in schwarz hat, trotz alledem ist der Panamericana Grill in Chrom. Und auch die Embleme sind noch immer in Chrom. Also ich weiß, dass hier ein paar Teile definitiv noch zum Lackierer gehen werden. Und dann eine Sache, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich weiß, es ist eigentlich nur eine total doofe Kleinigkeit, aber ich hatte bisher noch kein Auto, was das hatte, und zwar die Ambientebeleuchtung. Bei Mercedes ist das was ganz Feines, weil diese Ambientebeleuchtung, die ist halt auch farblich noch einstellbar. Und das ist so ein kleines, ja, so eine kleine Spielerei, finde ich aber sehr schön. Sieht auch besonders im Dunkeln wirklich sehr, sehr schön aus. Und jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Teil. Ihr wisst ja, Farben, Interieur, Exterieur. Da fragt ihr euch jetzt bestimmt, was hat sie diesmal genommen? eigentlich ist das ja bei mir gar nicht so eine große Überraschung, weil, ihr wisst, ich liebe Folieren. Ja, und ich kann es nicht sein lassen. Ich kann es wirklich nicht sein lassen. Und leider gibt es auch nicht eine allzu große Farbauswahl hier bei dem C63. Also leider nur sehr viel Grau, Weiß, Schwarz. Ein Blauton gibt es. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Wagen wird Obsidian Schwarz Metallic. Komplett schwarz, weil der wird foliert werden. Und ich habe beim R8 leider den Fehler gemacht. Der war ja weiß. Und weil der R8 an einem Tag foliert wurde und zeitlich da nicht die Einstiege mit foliert werden konnten, hat man es leider immer, also mich hat das immer gestört, wenn ich die Türen aufgemacht habe und diese weißen Einstiege einen schon so angeleuchtet haben förmlich. Es hat mich wirklich geärgert. Und deswegen, da danke nochmal an den Franz Simon, der hat zu mir gesagt, nimm den Wagen in schwarz. Weil selbst wenn du die Einstiege nicht mitfolieren lässt oder irgendwo hier und da doch mal der Lack zu sehen ist, bei schwarz ist das nicht so schlimm. Und deswegen habe ich mich dann Gott sei Dank für schwarz entschieden. Und ich finde, der sieht aber auch in schwarz schon echt geil aus. Genau, kommen wir zu den Rädern. Da habe ich diese hier genommen, und zwar die 19 und 20 Zoll AMG Schmiederäder im Kreuzspeichendesign. Und natürlich auch wieder schwarz. All black everything. Innenraum habe ich so gelassen, wie es auch standardmäßig ist. Einmal hier Leder und Mikrofaser, also Alcantara. Schwarz-schwarz. Ich bin Alcantara-Fan. Ich mag es ungern, einfach so auf Leder zu sitzen. Ich brauche immer so ein bisschen so was Stoffiges unter meinem Popo. Deswegen Leder-Alcantara-Mix komplett hier in schwarz. Und die Zierelemente, jetzt wird es auch spannend. Da war ich erst am Überlegen. Es gibt nämlich von AMG noch eine Option, das ist auch interessant hier, die ist zum Beispiel jetzt hier gar nicht dabei. Hier gibt es einmal Holzeiche, das wäre jetzt hier so ein Anthrazitfarben, aber es gibt noch mal ein anderes Holz, das sieht so ähnlich aus, ist aber ein bisschen, hat noch eine gröbere Struktur. Das findet man aber irgendwo ganz anders in den Ausstattungsdetails, also komischerweise nicht hier bei diesen Zierelementen. Also, wo ist das denn jetzt? Da. Da haben wir es, da ist es versteckt, und zwar unter Ausstattungen und dann ganz unten Mittelkonsole. Hier gibt es nämlich nochmal Zierelement Holzesche schwarz offenporig. Finde ich optisch eigentlich schick hier mit diesem, hat ein sehr, sehr cooles Design. Das wurde mir erst empfohlen, weil das soll sehr pflegeleicht sein, weil es halt eben nicht glänzend ist, muss man da nicht jedes Mal so drüber putzen, man sieht nicht jeden Fingerabdruck. Das wollte ich zuerst nehmen. Also denkt dran, falls ihr das haben wollt, das findet ihr irgendwie nicht unter Interieur direkt, also ein bisschen versteckt. Habe mich aber dann doch umentschieden. Es sah einfach am besten aus. Es sah wirklich am besten aus, und zwar das dunkle Carbon.
So, zack, da ist es. Das sieht doch ultra schick aus. Also ich weiß, das Interieur mit dem Carbon, das sieht so mega geil aus. Passend dazu habe ich natürlich auch noch das Lenkrad konfiguriert, aber das kommt gleich. Jetzt erstmal hier noch. Performance, Abgasanlage, schaltbar, selbstverständlich, muss sein. Und die klingt wirklich ultra geil, Leute. Eine Burmester Soundanlage habe ich auch dazu genommen, weil ich finde die sau gut. Ich finde die standardmäßige Anlage, die in dem Wagen drin ist, auch gut. Aber die Burmester ist wirklich sehr, sehr gut. Richtig geilen Bass. Und weil es ja ein Coupé ist, aufgrund dieser langen Einstiege, ein Coupé, ne, zwei Türen hat eine sehr lange Tür, sind die Gurte meistens sehr weit hinten. Und da kann ich auch immer nur empfehlen, einen Gurtbringer mitzubestellen, der einen so schön den Gurt nach vorne schiebt, dass man nicht so weit nach hinten greifen muss. Das ist nämlich immer sehr unpraktisch. Und ein voll digitales Instrumentendisplay, also ein digitales Cockpit, sage ich einfach immer. Das muss auch sein. Ich gucke mal, ob ich hier nochmal, genau, so sieht's aus. Also keinen analogen Tacho mehr, sondern voll digital. Und wie gerade schon erwähnt, kommen dazu auch die Performance-Sitze. Auch da muss ich sagen, nochmal lieben Dank an den Franz Simon, weil der hat mir geraten, geh in ein Mercedes-Autohaus und sitz Probe. Ich muss immer die Rückenlehne vor und zurück einstellen können, sonst kriege ich wirklich ultraschnell Rückenschmerzen. Das geht Gott sei Dank bei diesen Performance-Sitzen hier und ich bin auch Gott sei Dank vorher noch ins Autohaus gegangen und habe beide nochmal Probe gesessen, sowohl die Performance-Sitze als auch die normalen. Und die Performance-Sitze sind bei AMG wirklich bequemer. Ist kein Witz, ich finde die wirklich bequemer. Dann habe ich noch dazu die Multifunktionstelefonie genommen. Also einmal das kontaktlose Laden, dass du das Handy einfach in die Mittelkonsole legst und es lädt. Und der Empfang soll dann wohl noch mal besser sein beim Telefonieren im Fahrzeug. Mal abwarten, ob das am Ende so sein wird, bin ich gespannt. Hier ist natürlich schon vieles mit drin bei dem C63S. Digitales Radio ist auch eine Kleinigkeit, aber muss bei mir auch immer sein, weil ich höre halt sehr viel Radio und Musik. Die Sicherheitsgurte habe ich in Kristallgrau gewählt. Weil ich finde die schön. Und je nachdem, was man farblich am Fahrzeug noch macht, mit Folie und so weiter, ist halt immer schwierig, einen farbigen Gurt zu nehmen. Wenn er jetzt gelb ist oder rot und du hast außen eine komplett andere Farbe, ich finde, das passt dann immer nicht. Also muss es irgendwie so eine neutrale Farbe bleiben. Aber schwarz finde ich wieder zu langweilig. Deswegen gut, dass man sie auch in Grau nehmen kann. In Rot könnte man sie auch nehmen. Natürlich, weil das ja mein neues Daily-Fahrzeug wird, müssen die Winterräder sein. Denn ich fahre den ja dann auch im Winter. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich werde auf jeden Fall wieder schön zum Drifttraining nach Österreich damit fahren. So, und last but not least kommt jetzt das Lenkrad, von dem ich auch gerade schon gesprochen habe. Hier hat man jetzt verschiedene zur Auswahl. Lasst die Hände vom Klavierlack, egal in welchem Auto. Ist nur mal so ein Tipp von mir. Ich habe ja natürlich passend zur Mittelkonsole jetzt, die ist ja auch schon aus Carbon, habe ich auch das Carbon-Lenkrad genommen. Und guckt euch mal bitte an, wie geil das aussieht, verdammt. Mit diesem Carbon hier oben und unten, die Griffe in Alcantara, alles bedienbar hier am Lenkrad, zig Knöpfe. Und hier, das ist ja neu, diese Fahrmodi-Einstellungen am Lenkrad. Die waren sonst vorher in der Mittelkonsole und die haben sogar noch mal einen Display integriert. Also hier stellt man die Fahrmodi ein, da glaube ich noch mal das Fahrwerk und so weiter. Das sieht wirklich ultra schick aus. Also ich habe es in live gesehen, das ist, ich muss sagen, von allen Lenkrädern, von allen Herstellern, finde ich, das ist so das schönste Lenkrad eigentlich. Guckt euch das an, diese Performance-Sitze. Mega. Schauen wir uns das Auto jetzt nochmal ganz an. Ich mache es nochmal groß. Ja, so sieht er aus. Komplett schwarz, bis auf diesen Grill. Aber der wird auch noch schwarz werden. Ja, mega geiles Teil. Auch von hinten mit dieser fetten Abrisskante und diesem dicken Diffusor, diesen großen Endrohren. Ich finde, ja, ich finde, das Auto ist eigentlich wirklich bildschön. Jetzt fragt ihr euch natürlich alle, wann kommt der Wagen? Ja, das ist jetzt ein kleines Problem, obwohl. Probleme gibt es nicht, es sei denn, man macht sich welche. Problem ist es nicht, aber der ist jetzt erstmal noch angesetzt für Juli. Wir versuchen natürlich auf Biegen und Brechen auch der Verkäufer noch irgendwie den Wagen vorzuziehen. Weil wir haben ja noch einiges damit vor, auch in diesem Jahr noch. Deswegen hoffe ich mal, dass der Wagen eher kommt. Weil wir haben ja auch noch die Norwegen-Tour. Es steht wirklich sehr viel an, wo ich das Auto gern schon für hätte. Aber selbst wenn der erst im Juli kommt, habe ich guten Ersatz. Ich bekomme auf jeden Fall immer gute Ersatzfahrzeuge für Events, Touren. Also daran soll es
nicht scheitern. So ihr Lieben, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ihr wisst Bescheid. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Wagen sagt, was ihr zu der Konfiguration sagt, ob ihr den Wagen toll findet oder nicht toll findet. Oder welches Auto ihr euch vielleicht lieber für mich gewünscht hättet. Schreibt es alles gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr da. Und wir sehen uns ganz hoffentlich sehr bald Wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder, spätestens im nächsten Video. Ciao.